Hallo YouTube, neues Video, neues Glück. Ja, heute möchte ich mal ein kleines Video machen, einfach weil es momentan ja ein bisschen passend zur Zeit ist. Und ich sage mal, der große Wert des Videos wird sich aber, denke ich mal, erst in einigen Monaten, oder ich hoffe zumindest, dass es erst in einigen Monaten, der Stellenwert dann eigentlich wirklich erst rüberkommt. Und zwar möchte ich heute mal darüber reden, über diese Hamsterkäufe, die ja momentan überall stattfinden, über diese Menschen und vor allem, was ich halt so jetzt momentan vor allem viel im Internet lese. Ja, und zwar möchte ich erstmal damit anfangen, dass ich auf sehr vielen Seiten unterwegs bin und auch außerhalb von Prepper-Seiten, also sprich normale Nachrichtenseiten, lokale Nachrichtenseiten auch vor allem, immer wieder so Kommentare lese wie, oh ja, diese nicht so allzu netten Menschen, ja, ersetzt da jetzt einfach bitte das durch eine Beleidigung. Die kaufen jetzt alles ein und es ist nichts übrig und ich habe nichts mehr bekommen und hin und her und wie kann man denn so egoistisch sein? Ja, das ist doch alles scheiße und warum machen die das? Darauf möchte ich einfach mal kurz eingehen. Ja, also viele Menschen haben halt immer so ein bisschen in den Tag hineingelebt. Ja, der Großteil überlegt sich während der Arbeit, was man heute Abend denn isst und wenn man sich dann entschieden hat, dann fährt man halt nach der Arbeit bequem in den nächsten Discounter, Supermarkt oder auch wegen mir in der Metzgerei oder Co. Und kauft sich das dann und bereitet das dann abends zu. Ja. Und am nächsten Tag hat man vielleicht noch ein paar Reste und der Großteil hat eigentlich Vorräte, wenn es hochkommt, vielleicht für 3 Tage. Jetzt auf einmal merkt man, oh, weltweit überall wird Quarantänemaßnahmen gemacht, das Leben kommt relativ zum Erliegen. Und auch diese Beschaffungsmaßnahmen, sprich das Einkaufen, das wird immer schwieriger dann unter Umständen. Und jetzt stellen die Leute fest, oh, ich habe ja nur für 3 Tage Essen und kaufen schlagartig ein. Für den Prepper ist das jetzt erstmal kein großes Problem. Ich meine, ihr habt vielleicht das ein oder andere Video von mir gesehen. Ihr wisst, ich habe eine ganze Menge Lebensmittel zu Hause. Ich habe Essen daheim, ich habe Trinken daheim, ich habe diverse Kocher, ich habe Taschenlampen, Batterien. Ich habe immens viel an Ausrüstung zu Hause. Mich trifft das jetzt nicht. Ich meine, gut, okay, ich habe momentan 2 Dosen Ravioli weniger im Regal stehen, als ich gerne hätte. Aber das macht nichts, weil ich habe ja noch 8 andere Dosen. Also von daher, ich werde jetzt schon nicht verhungern. Für alle, die sich jetzt Sorgen machen, ihr braucht keine Hilfspakete für Daniel Prep zusammenpacken. Alles gut. Ich weiß, es sind nur 8, aber die reichen mir erstmal. Vor allem, ich esse sowieso nicht so gern Ravioli, das ist eher für die Freundin. Und von meiner geliebten Hühnernudelsuppe, keine Sorge, da hab ich genug. Ja, alles ist gut, Daniel wird überleben. Ja, also das heißt, wir Prepper, wir können uns jetzt einfach ganz gediegen zurücklehnen und schauen uns das Ganze an und lachen drüber. Ja, uns geht's gut. Wir haben alles da. Diese Panikreaktion ist jetzt natürlich klar. Und die meisten Leute, die jetzt dann sich vor allem im Internet beschweren, das sind halt auch diejenigen, die sich viel drüber lustig gemacht haben. Über diese ganze Prepper-Geschichte, über diese Krisenvorsorge, ja, diese ganzen Spinner, diese Weltuntergangsspinner und es wird nie irgendwas passieren. Und jetzt auf einmal kriegen diese Leute Angst. Und ich hoffe, dass dieses Video auch lange nach der Krise vielleicht noch von dem einen oder anderen Nicht-Prepper angeschaut wird und zum Nachdenken anregt. Diese Corona-Geschichte, davon bin ich überzeugt, die wird sich irgendwann ein bisschen beruhigen, das wird ein bisschen abflachen. Die Frage ist natürlich, welche Auswirkungen hat es noch bis dahin? Das sehen wir, das kann ich jetzt nicht vorhersagen. Und dann hoffe ich, dass Leute dieses Video sehen und dann daran erinnert werden, dass einfach Vorräte einfach Sinn machen, Krisenvorsorge Sinn macht. Ja? Nicht unbedingt für die Apokalypse, aber wie wäre es denn damit, dass vielleicht nächstes Jahr ein anderer Virus kommt? Oder vielleicht Corona nochmal mutiert und wiederkommt, so wie die Grippe jedes Jahr. Und dann wäre es doch eigentlich cool, wenn man dann nicht eine FFP3-Maske für, ich weiß nicht, aktuell kostet die Dinger, glaube ich, 80 Euro kauft, sondern dass man sie halt dann im Sommer vielleicht kauft, wenn das ganze Ding abgeflacht ist und man sie dann für 3,99 € oder sowas kauft. Das Desinfektionsmittel, 10 Packungen für 40 Euro kauft und nicht eine Packung für 30. Also ist so eine 500 ml Flasche, ja, und man sich dann darauf vorbereitet und dann halt nicht panisch irgendwie im Aldi steht und sich denkt, fuck, ich hab nichts zu fressen zu Hause, ja, einfach nur, dass dieses Umdenken kommt. Und ja, dass der ein oder andere wird sich jetzt denken, macht er sich über mich lustig, ich bin nicht vorbereitet, und ja, richtig, ich mache mich tatsächlich über euch lustig, das
gebe ich offen und ehrlich zu. Ich mache absolute Witze über diese Menschen, die jetzt in Panik versuchen, nochmal irgendwo ihre Vorräte aufzutauen, weil sie ja ohne Sinn und Verstand einkaufen, ja, in rauen Mengen. Ich habe da Leute gesehen, die haben ohne Ende Nudeln gesehen. Ja, mit was esst denn ihr die Nudeln? Wollt ihr euch nicht wenigstens eine Soße dazu kaufen? Ah nee, die Soße war ja schon ausverkauft. Doof, wir laufen. Ich habe noch ein bisschen Tomatensoße. Ja, kein Problem. Nein, also, ich will euch durchaus helfen. Also, ich mache mich natürlich über euch lustig, aber ich möchte auch ein Stück weit helfen. Und daher will ich in meinem Video heute mal darauf hinweisen, das, was wir jetzt haben, das ist ja noch harmlos. In Italien sieht die Welt mittlerweile anders da aus. In China hat man mehrere Millionen Menschen unter Quarantäne gesetzt. Die sind tschipp. Ja, Pech, da ist es von heute auf morgen, kommst hier nicht raus, kommst hier nicht rein, ja, ist so. Vielleicht kommt das zu uns auch noch, ja, jetzt waren die ersten Fußballspiele abgesagt, beziehungsweise nicht abgesagt, sondern es sind halt diese Geisterspiele, sprich ohne Zuschauer. Das sind ja natürlich alles super geile Maßnahmen und da muss ich auch sagen, ja, warum haben wir darauf so lange gewartet? Ich meine, 80.000 Menschen in einen Stadion rein zu pferchen auf engstem Raum war, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, wo da eben so ein großer Virus rumgrassiert, vielleicht nicht unbedingt die intelligenteste Idee. Aber naja, gut, lieber spät als nie. Also ich finde die Idee an sich klasse. Ja, vielleicht kriegt man auch mal was vom Fußballspiel mit und hört nicht in einer Tour die Fangesänge hinten dran. Wobei, gut, ich schaue eh kein Fußball. Aber gut, soll euch alles überlassen sein. Aber einfach fürs nächste Mal. Das ist wirklich ein Video, das bringt euch jetzt überhaupt nicht weiter. Aber diese Vorräte, macht euch einen Kopf drüber und vergesst es nicht. Ja, wenn ihr dann im Sommer einen Grill anschmeißt und euch in euren Pool flackt und alles ist cool, ja, dann lacht über die Corona-Pandemie, könnt ihr machen, ist überhaupt kein Problem. Ja, sagt keiner was, aber vergesst nicht die Angst, die ihr jetzt unter Umständen habt. Bereitet euch dann vielleicht vor. Ja, könnt dazu meine Videos gucken, es gibt noch eine Menge andere tolle YouTuber, die könnt ihr natürlich auch angucken, aber bei mir ganz wichtig, Daumen hoch. Ja, vergesst es nicht, holt euch die Ausrüstung, ja, unter Umständen, habt dann halt einfach einmal so ein 10er-Pack, der kostet normalerweise 30 Euro. Normalerweise. Momentan bezahlt ihr für eine 80, 90, teilweise über 100 Euro. Wenn ihr das nächste Mal im Baumarkt seid, wenn ihr dann sowieso da seid, um einen neuen Gartengrill zu kaufen, nehmt mal die 30 Euro in die Hand, kauft euch mal so ein Päckchen, geht runter in den Keller, schmeißt es in die Ecke, vergesst halt nicht, wo ihr es hingeworfen habt, alles ist gut. Und wenn ihr vielleicht Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres wieder so eine Pandemie kommt, dann lehnt euch zurück, denkt an mein Video und denkt euch, hey, jetzt kann ich über alle anderen lachen. Geratet nicht in diese Panik. Ja. Dann, was ich noch, wo ich noch einfach eine persönliche Anmerkung machen möchte, weil ich das jetzt immer wieder mitbekomme, es wird momentan ja in dieser totalen blanken Verzweiflung extrem viel geklaut aus Krankenhäusern und Co. werden überall die Desinfektionsspender geklaut. Ja, ich kann zum einen verstehen, dass dass der ein oder andere ein bisschen Panik schiebt und Angst hat, das ist erstmal alles okay soweit. Aber ganz ehrlich, ihr beklaut Krankenhäuser. Das geht gar nicht. Also das, weiß nicht, wie, also das, Ich kann das nicht in Worte fassen, ohne dass YouTube dieses Video strikt. Ja, das geht überhaupt nicht. Lasst diesen Scheiß. Nee, mal im Ernst, wie blöd muss man denn im Kopf sein? Im Krankenhaus, wo die Leute wirklich krank sind, wo man dieses Zeug braucht, ja, damit die Ärzte, die Pfleger und alle arbeiten können. Da könnt ihr nicht hingehen und könnt Desinfektionsmittel klauen, ihr könnt dort nicht Masken klauen. Ja, natürlich sind da noch welche vorhanden, aber selbst die Krankenhäuser haben teilweise Probleme, das ranzuschaffen. Ja, da gehe ich jetzt nicht noch hin und klaue dort noch was. Also ich meine, klauen generell ist scheiße, aber dann auch noch da zu klauen, das geht überhaupt nicht. Ja, also falls das einer sieht und sich vielleicht mal dann jetzt ertappt fühlt und sich denkt, fuck, ich habe da was geklaut, hört auf. Nee, hört einfach auf mit dem Müll. Geht gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Ja, und ansonsten, ich sage ja immer, helfen ist gut. Ich meine, klar, natürlich, was ich jetzt zu Hause habe, das reicht für mich und für meine Freundin. Dafür ist es auch beschafft worden. Dafür ist es auch von uns bezahlt worden. Das heißt, ich werde natürlich mein Material jetzt nicht wirklich groß rausgeben, wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich vielleicht das Desinfektionsmittel mal bei eBay reinsetze, weil bei dem aktuellen Kurs, wo der weggeht, ja, da könnte man ja mal zumindest ein Fläschchen mal verkaufen. Ja, mal so für, was weiß ich, 80, 90 Euro. Mal schauen.
überlege ich mir tatsächlich auch einfach Profit draus zu machen, weil das ist jetzt natürlich das Schöne. Der Prepper hat ja unter Umständen vielleicht auch ein bisschen zu viel. Jetzt können wir Geld draus machen. Ja? Ich momentan bin zum Beispiel, ich habe jetzt erst vor kurzem wieder Silber eingekauft, weil das Schöne ist, die Rohstoffpreise gehen halt momentan auch runter in den Keller. Dann kaufe ich halt jetzt mal ein paar Silbermünzen ein. Ich habe mir jetzt mal wieder 5 Stück bestellt. Ja? Das ist für mich eine Geldanlage. Warum auch nicht? Ja? Momentan ist es Silber günstig. Kann man sich doch mal was kaufen, legt man dann safe, fertig. Ist sicher. Ja, das ist natürlich jetzt ein Hintergrund, wo halt auch viele unter Umständen nicht verstehen. Ja, Prepping kann auch bedeuten, dass ich halt auch Geld spare oder jetzt in dem Fall Geld machen kann. Denn es gibt sicherlich den einen oder anderen Prepper, der hat 200, 300 FFP3-Masken zu Hause und denkt sich jetzt, wofür brauchen so viele? Mir reichen vielleicht 10, 20, 50 Stück. Naja, nehme ich noch einen Sicherheitsbestand, dann habe ich 100 Stück zu Hause, dann habe ich doppelt so viel, wie ich brauche und die anderen 200 können da jetzt verhökern bei eBay für einen Haufen Geld. Und das ist halt das Besondere. Der Prepper ist vorbereitet, der lehnt sich jetzt zurück, ist chillig, easy going, alles cool. Ja, und macht sogar noch unter Umständen noch Geld und kann sich die Vorräte mit dem Geld, was er sich einspart, wieder auffüllen. Ja. Aber so sonst irgendwo freiwillig einfach was hergeben, wird wahrscheinlich weniger passieren. Wir geben Tipps. Mitunter auf meinem Kanal gebe ich Tipps, ja. Und ein Tipp, den haue ich jetzt hier noch ins Video raus, bevor ihr euch groß mit Desinfektionsmittel und Co. eindeckt. Kauft euch eine blöde Seife. Weil die ist überall noch verfügbar. Mein persönlicher Favorit ist die klassische Kernseife. Kauft euch die, ja, wascht euch regelmäßig die Hände, achtet auf Hygiene, alles ist gut. Damit macht ihr viel mehr Wett als mit Desinfektionsmitteln, mit Atemschutzmasken, mit Vollanzügen, mit Vollmasken. Mit was weiß ich hier, irgendwelches Napalm, das ihr hochbrennen lasst, damit der Virus da drauf geht, wenn er durch die Luft schwirrt und so ein Blödsinn und was ich schon alles gelesen habe. Vergesst den ganzen Müll. Vernünftiges Händewaschen, ja, Veranstaltungen meiden, damit habt ihr schon extrem viel getan. Da braucht ihr kein Desinfektionsmittel dazu, so eine olle, blöde Kernseife. Ja, reicht völlig aus. Gut. Aber das soll es jetzt einfach mal gelesen sein. Ich wollte jetzt einfach mal mit der Prepper-Welt über die Nicht-Prepper lachen. Einfach weil wir hatten recht. Nee, jetzt mal im Ernst. Ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal ein lustiges Video. Einfach, es ist so viel deprimierend. Alle machen nur übelst die schlechten Videos über Corona und alle werden sterben und so. Und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal ein Witzvideo. Ja, dann haben alle mal was zum Lachen. Ja, by the way. Chuck Norris hat im Übrigen 80. Geburtstag gehabt, das heißt, es wird's mega feiern, wenn ihr einfach mal unten in die Kommentare einen Chuck Norris Witz reinballert, einfach weil das Video einfach lustig sein soll. Gut, dann soll es das gewesen sein, ich hoffe, einen Daumen hoch gibt's trotzdem, auch von den Leuten, die halt nicht vorbereitet sind, die nehmen sich das hoffentlich auch zu Herzen und lassen gleich noch ein Abo da, ja, und ansonsten soll es das gewesen sein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein.